Meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Online-Studienkreis Germanische Heilkunde vom Dr. Med. Rieke Gerd Hamer. Unser heutiges Thema: die Therapie der germanischen Heilkunde. Uns wird ja vorgeworfen, wir hätten ja gar keine Therapie, und das wollen wir heute einmal besprechen. Es gibt ja weltweit so um die 1000 verschiedene Therapieformen. Jeder hat so seine Therapie. Der eine stellt die Ernährung um, der andere gibt Antibiotika, der dritte geht mehr in die Kirche beten und so weiter. Niemand weiß die Ursache, aber jeder hat so seine Therapie. Und uns wirft man vor, wir hätten gar keine Therapie. In Wirklichkeit haben wir die Therapie schlechthin. Nämlich die ursächliche. Dadurch, dass die Ursache ausgeräumt wird, schaltet der Körper zwangsläufig um auf Heilung. Weil heilen kann sich nur der Körper selber. Und in den seltensten Fällen bräuchten wir Notfallsmedizin, aber dann brauchen wir wirklich Notfallsmedizin. Dann brauchen wir kein Globuli, dann brauchen wir auch nicht irgendwie Ernährungsumstellung oder so, sondern wirklich die Handwerker. Dort, wo sie gut sind, die Schulmediziner, in der Notfallsmedizin, da könnten wir sie brauchen. Und der Rest, was sie uns vorn und hinten reinschieben möchten, das brauchen wir nicht. Und das, was wir von ihnen bräuchten, das kriegen wir nicht. Und das ist im Moment die Krux an der Geschichte. Aber die künftige Medizin wird mit Sicherheit die germanische Heilkunde zur Basis haben. Die germanische Heilkunde gilt ja für die Krankheiten, die von sich aus entstehen. Also Krebs, die chronischen Krankheiten, die Allergien, die Psychosen. Sie gilt nicht für Verletzung, für Vergiftung und auch nicht für extreme Mangelernährung, wie zum Beispiel Skorbut. Da brauche ich keinen Konflikt lösen, da muss ich Vitamin C zuführen. Und wenn ich mich chronisch vergift, brauche ich auch keinen Konflikt lösen, da muss ich einmal das Gift stoppen. Und wenn ich mich verletze, brauche ich in der Regel auch keinen Konflikt lösen, da schaltet der Körper von sich aus um auf Heilung und der Körper heilt. Aber für die Krankheiten, die von sich aus entstehen, da weiß die Schulmedizin nichts. Da hat sie nichts, da kann sie nichts, und das seit 100 Jahren. Und da muss sie einmal das Feld räumen. Und das, woher sie wirklich ihre Reputation auch bezieht, die Notfallsmedizin, die können wir ja beibehalten und die müssen wir auch beibehalten. Und da leistet sie ja wirklich Phänomenales. Und wie gesagt, in den seltensten Fällen bräuchten wir Notfallsmedizin. Und die Frau Dr. Petrovic hat es durchrechnen lassen aus Wien, die grüne Clubchefin, die hat erklärt, wäre die germanische legal, würden im Gesundheitswesen lediglich mehr 5% anfallen von den Kosten. Das würde aber auch bedeuten, wir bräuchten nur mehr 5% der Kliniken. Aber die brauchen wir dann halt. Und wir bräuchten nur 5% der Therapeuten. Und der Therapeut in der germanischen, das besprechen wir heute auch noch, das muss ein Kliniker sein, der muss auch Organ-CDs lesen können, der muss eine Schädel-CD lesen können. Und vor allem, der braucht Empathie, der muss sich in den Gegenüber versetzen können, in ein Baby, in einem Pubertierenden, in einem Erwachsenen, in einem Kreis. Und die Königskunst in der germanischen Heilkunde ist der weise Ratschlag. Alles andere kann man lernen. Man kann Schädel-CD lesen lernen, man kann Organ-CD lesen lernen. Und da ist nicht so groß der Unterschied. Und wenn die Radiologen das lernen haben können, könnten auch sie Schädel-CD lesen. Nur das Problem beim Schädel-CD ist, da steht ja nicht in einer Sprechblase dabei, das war am 1.5. mit der Schwiegermutter, der Konflikt. Ja, und den muss ich über die Psyche rausfinden.
Und das erfordert natürlich Empathie. Ich muss mich in den Menschen versetzen können. Ich muss mich auch in ein Tier versetzen können. Ja, also die Germanische gilt ja auch fürs Tier gleichermaßen. Und Weisheit kann man nicht lernen. Und da ist halt nicht jeder zum Therapeuten geeignet. Ja, sagen wir, ich bin jetzt da 20 Jahre dabei und ich kenne natürlich so die Szene. Und die meisten sind durch meine Seminare gegangen, die sich da heute Therapeut schimpfen und berufen sich sogar auf mich. Sie hätten bei mir Ausbildung gemacht. Und das ist natürlich Unsinn. Ja, also ich bin kein Therapeut und ich bilde auch keine Therapeuten aus. Zum Beispiel Schädel-CD lesen, das kann ich gar nicht. Und das ist aber schon ein ganz, das ist das Diagnosemittel schlechthin in der germanischen Heilkunde. So, und die Ursache, das war ja bisher das ganz große Rätsel in der Medizin, was ist die Ursache? Ja, also die Schulmedizin schaut immer tiefer rein in die Zelle, weiß von immer weniger, immer mehr, bis sie von nichts alles weiß. Und die Stoßrichtung kommt ja von Virchow, der hat gemeint, die Krankheitsursache sei in der Zelle zu suchen. Und da fußt auch die ganze Gentechnologie irgendwie drauf. Ja, man muss da genetisch was manipulieren. Und das ist alles hirnrissig hoch drei. Gen ist übrigens die Abkürzung für geht eh nicht. Und der andere meint wieder der Schlafplatz. Ja, da gibt's Wasserkreuzungen. Und der andere meint wieder, na, das hat alles nur mit der Ernährung zu tun. Oder heute erzählt mir meine Frau, immer mehr Menschen bekommen Diabetes. Und in den Medien hat man jetzt die Klimaerwärmung daran schuldig gesprochen. Also, und solange natürlich nicht weiß, woher das kommt, man beschränkt sich halt darauf, die Symptome anzugehen und die Alternativmedizin ebenso. Und sie hat nur nicht so brutale Methoden wie die Schulmedizin. Aber im Vordergrund steht natürlich das Symptom. Das Symptom muss weg. Wie auch immer. Und das ist ja eigentlich auch das Kriterium einer jeden Therapie. Das Symptom soll weg. Und nur das Problem ist, solange ich die Ursache nicht löse, kehrt das Symptom wieder. Beziehungsweise man stirbt an Auszehrung. Und in der germanischen Heilkunde auf den Punkt gebracht, ja, wenn man einen absoluten Laien in Kürze die germanische erklären möchte, würde ich sagen, in der germanischen Heilkunde geht es um die Krankheitsursachen und damit auch um die ursächliche Therapie. Überlegen Sie selber. Es gibt 1000 Therapieformen, es gibt 50.000 Medikamente am Markt. Wie heißt denn die Methode gegen Darmkrebs oder Morbus Crohn oder Diabetes oder MS. Ja, wie heißt denn da die Therapie? Ja, es gibt keine Therapie. Und also es gibt auch kein Medikament. Wenn ich das einmal schluck, ist das weg. Das gibt's nicht. Und die Patienten bleiben halt chronisch krank. Und man unterdrückt halt die Symptome. Und heilen. Es gibt aber den Mechanismus der Spontanheilung. Also das gibt es bei allen Krankheiten. Und das muss auch die Schulmedizin einräumen, dass es das gibt. Und das heißt, es existiert ein Mechanismus, der uns gesund werden lässt. Und da ist die Schulmedizin geneigt, von Wunder zu sprechen. Und da gibt es ja ein Ärztegremium in Lourdes, die prüfen, ob der ein Globuli geschluckt hat. Wenn der Globuli geschluckt hat, gilt es nicht. Und wenn der keins geschluckt hat, also wirklich nichts gemacht hat, dann wird er runtergereicht nach Rom und offiziell als Wunderheilung anerkannt. Und da gibt es auch so 80 oder 90. Also die Schulmedizin ist da geneigt, von Wunder zu sprechen. Aber man kann die Wunder erklären. Dadurch, dass die Ursache ausgeräumt wird, schaltet der Körper zwangsläufig um auf Heilung. Und hier ist das Symptom Nebensache. Es geht um die Ursache. Und dass der Konflikt die Ursache ist für die Krankheiten, die von sich aus entstehen.
Noch einmal Krebs, die chronischen Krankheiten, die Allergien, die Psychosen. Ist der hamersche Herd im Hirn? Im Moment des Konfliktschocks haben wir sofort den hamerschen Herd fotografierbar vorliegen. Und der ist der Beweis, dass die Krankheiten, die von sich aus entstehen, dieser konfliktive Schockmoment ist. Dr. Hamer hat ihn nach seinem Sohn benannt, Dirk-Hamer-Syndrom, weil er durch den Tod seines Sohnes diesen Konfliktschock an sich selbst das erste Mal beobachtet hat. Und so beginnt er jeder Krebs, so beginnt er jede Allergie, so beginnt er jede Psychose, Karies, Haarausfall und so weiter. Das ist die Ursache, monokausal. Und allein schon die Aussage, die Ursache ist monokausal, ist eine wissenschaftliche Aussage, weil man kann es prüfen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Während der Schulmediziner sagt, multifaktoriell. Ist nur das die Ursache, ist halt was anderes. Und um die Ursachen kümmert man sich nicht. Es geht darum, das Symptom muss weg. Und auf der Strecke bleibt meist der Patient. So, und mit dem Konfliktschock startet nun ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm, was mir spezifisch hilft, mit dem Problem fertig zu werden. Und das ist die Therapie der Natur. Also, allen Programmen gemeinsam ist es, mit dem Konfliktschock schaltet unser Körper um auf Dauerstress. Ja, diese blaue Kurve. Die ergotropen Organe sind innerviert. Das Hirn ist Herz. Die quergestreifte Muskulatur. Die Gefäße sind eng gestellt. Auf der Psyche habe ich sofort Zwangsdenken. Sämtliche Gedanken kreisen nur um das Problem. Mein Hirn sucht eine Lösung für das Problem. Ich träume sogar meine Konflikte. Und ich bin mit jeder Phase meines Körpers ausgerichtet auf Konfliktlösung. Ich gebe so lange keine Ruhe, bis mir der Stein von der Seele fällt. Und das ist die Therapie der Natur. Die hat uns die Therapie einprogrammiert. Die Ursache ist das Kind, was vom Baum gefallen ist. Ist der Ärger mit Nachbarn? Ist das der Partner fremdgeht? Ist das, dass ich die Kündigung bekommen habe? Das ist die Ursache. Und das Symptom hilft mir, das Problem zu lösen. Und zwar, ich habe in der Sekunde den hamerschen Herd schießscheibenförmig im Hirn sofort fotografierbar. Und je nachdem, was ich assoziiere, bestimmt den hamerschen Herd im Hirn und dadurch die Organerkrankung. Habe ich da zum Beispiel einen Brockenkonflikt, dann habe ich den hamerschen Herd im Stammhirn. Und dieses Hirnrelais steuert nun das Drüsengewebe. Und egal wie das jetzt heißt, ob das jetzt die Leber ist, ob das die Bauchspeicheldrüse ist, ob das der Darm ist, wir haben immer in der aktiven Phase Zellvermehrung und dadurch eine Funktionsverstärkung. Und das, was ich in dem Moment assoziiere, ist eine biologische Sprache. Und die müssen wir verstehen lernen. Sie gilt auch fürs Tier, auch fürs Baby. Es sind biologische Konflikte und die erfordern auch eine biologische Lösung und keine psychologische. Und wenn ich zum Beispiel sage, es liegt mir im Magen. Also wir haben sehr, sehr viele Redewendungen, die den Nagel auf den Kopf treffen. Und die Natur assoziiert. Ja, und jetzt entsteht ein blumenkohlartiger Magentumor, der mir diesen Brocken abtaut. Also beim Tier geht es meist um den realen Nahrungsbrocken. Da hat mich mal Katzenbesitzerin angerufen, ihre Katze hätte einen Magentumor, was da die Ursache sei. Sag ich, naja, unverdaulicher Brocken, unverdaulicher Ärger. Jetzt müsste man sich halt in so eine Katze versetzen können. Sage, aber bei den Tieren geht es ja meist um den realen Nahrungsbrocken, der unverdaulich ist. Sagt sie, nein, dann Ernährung kann es nicht liegen, weil die Katze ist Vegetarierin. Also das ist natürlich eine Tierquälerei. Statt einer Maus
bekommt die Katze einen Grünkohl. Und was fürs Tier eben der reale, unverdauliche Brocken ist, ist für mich im übertragenen Sinne der unverdauliche Brocken, ja, wo ich halt sage, das liegt mir im Magen. Aber in beiden Fällen kommt jetzt der blumenkohlartige Tumor, der mir hilft, das Problem, die Ursache zu lösen. Ja, stellen Sie sich vor, da ist wirklich so ein Brocken drin, was wie kann in der Natur das gelöst werden? Die Therapie ist im Individuum einprogrammiert. Und wenn der Brocken abgedauert ist, dann stoppt die Zellteilung. Und dann kommen wir in die Heilungsphase. Und dann schaltet unser Hirn die Mikroben an, die Chirurgen der Natur. In dem Fall die Pilze, Pilzbakterien. Ja, die Mikroben, die arbeiten ebenfalls kein Blatt abhängig. Die greifen nicht irgendein Gewebe an. Und Ansteckung gibt es sowieso nicht. Und am Ende der Tumor wird tuberkulös verkäsend, nekrotisierend, zerfallend abgeräumt und am Ende der Heilung ist der Tumor weg und der Patient ist auch schulmedizinisch gesund. Das Symptom ist weg. Und das ist ja das erklärte Ziel einer jeden Therapie. Das Symptom soll weg. Und das Symptom ist weg. Nur, wer war jetzt der Therapeut? Der Patient selber. In der Schulmedizin geht man her, schneidet ihm den Magen raus. Oder wenn ich einen Sorgekonflikt habe, mein Kind, ich gehe in den Garten und sehe, das Kind liegt unter dem Kirschenbaum, kombiniert, er ist runtergestürzt. Ein Sorgekonflikt um mein Kind. Jetzt habe ich den Hammer schnell im Kleinhirn und jetzt machen die Milchdrüsenzell plus mehr Muttermilch, um dem Kind eine höhere Überlebenschance geben zu können. Der Brustkrebs ist der biologische Sinn, das ist die Therapie. Und ich muss mich nicht darauf konzentrieren, der Mutter den Tumor wegzumachen, sie bestrahlen und operieren, die Brust amputieren und chemotherapisieren wegen der Metastasengefahr mit der Krippel-Krabbel-Zellen, die man noch nie gesehen hat, sondern ich muss schauen, dass das Kind gesund wird. Der Therapeut in der Germanischen, der hilft dem Kind. Den Knoten rührt er nicht an. Er hilft dem Kind, damit der Mutter der Stein von der Seele fällt. Dann in der Heilungsphase wird der Knoten tuberkulös abgebaut. Und am Ende der Heilung ist der Knoten futsch. Und was für eine Nebenwirkung hat eine Spontanheilung? Keine. Und was kostet die Therapie? Wenig. Und wer ist daran interessiert? Niemand, außer wir. Und uns wird es vorenthalten, dieses Wissen. Gerade oder beim Plattenepithel, also wenn ich einen Revierkonflikt habe, Revierangst zum Beispiel, dann habe ich den Hammerschmerz in der Gehirnrinde und dann ulzeriert die Bronchialschleimhaut. Die Bronchien werden erweitert und ich kriege mehr Luft in die Lunge, um besser reagieren zu können. In der Heilung wird es unter Schwellung repariert, dann habe ich die Bronchitis. In der Krise habe ich vielleicht die spastische Bronchitis. Und am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück und die Bronchien sind wieder frei. Aber der Sinn war die aktive Phase, nur die merkt man oft gar nicht. Die Heilung, die merkt man hierbei. Gerade bei der Luxusgruppe haben wir den Sinn erst am Ende der Heilung. Der Salzwerteinbruch, Knochen, Sehne, Knorpel, dann nekrotisiert das Gewebe. Und wenn die Löcher größer werden, bricht der Knochen, reißt die Sehne und da werde ich gefressen. Da kommt der Räuber, frisst mich. Da muss ich erst den Konflikt lösen. Die Heilungsphase überstehen und am Ende der Heilung ist der Knochen dichter und dicker als vorher. So wie beim Knochenbruch. Am Ende der Heilung ist die Bruchstelle dichter, dicker als vorher. Und das ein Leben lang. Also hier ist der Sinn erst am Ende der Heilung, aber dafür ein Leben lang, damit es nicht mehr so leicht passiert. Aber Sie sehen schon, das Programm selbst, was man bisher immer bekämpft hat, ist die Therapie. Und in der aktiven Phase baue ich Konfliktmasse auf. Und solange ich konfliktaktiv war, solange dauert die Heilungsphase. Bin ja eine Woche konfliktaktiv, bin ja eine Woche in der Heilung. Bin ja einen Monat, heute einen Monat. In der Mitte kommen so circa die Krisen, die haben die Aufgabe, das Ruder wieder Richtung Gesundheit zu buxieren. Und
Was wollte ich jetzt sagen? In der aktiven Phase, die aktive Phase hilft mir, das Problem zu lösen. Durch Funktionsverstärkung. Die Heilungsphase hilft mir, den Ausgangszustand wiederherzustellen. Die Tumore werden abgeräumt, die Löcher werden aufgefüllt. Und am Ende der Heilung habe ich meinen normalen Tag-Nacht-Rhythmus wieder. Ich bin gesund. So, wo bin ich jetzt eigentlich krank? In der aktiven Phase, die mir hilft, die Ursache zu lösen, oder in der Heilungsphase, die mir wieder hilft, den Ausgangszustand herzustellen? Wo bin ich jetzt krank? Ich meine, auch der Begriff Heilungsphase, da muss man auch, oder krank sein, ja, das ist aus der Sicht der Germanischen, ist das gar nicht mehr zutreffend, ja, weil es ist ja alles sinnvoll. Und wie gesagt, bisher wusste man ja nicht, woher das kommt. Jetzt mit dem Wissen um diese Zusammenhänge wissen wir, wo wir ansetzen müssen. Und in der Therapie kann da kein Stein am anderen bleiben. Ich brauche keine Strahlenkanone, um den Brustkrebs wegzubeamen, sondern ich muss der Mutter helfen, dass das Kind gesund wird. Ich brauche beim asthmatischen Kind nicht Cortison, sondern ich muss schauen, dass die Eltern sich nicht mehr in die Haare geraten, damit das Kind keine Revierangst hat und nicht asthmatisch, damit das Asthma aufhört. Dort muss ich ansetzen. Und die Spontanheilung, wie gesagt, das ist das erklärte Ziel in der Germanischen, weil heilen kann sie nur der Körper selber. Es gibt kein Mittel, was einen Krebs verursachen kann, das gibt es nicht. Es gibt auch keine Ernährungsform, die ihnen Asthma verursacht oder Brustkrebs verursacht. Das gibt es auch nicht. Und so kann es auch kein Mittel geben, was sie schlucken und welches Mittel ihnen die Sorge um ihr Kind nimmt. Oder dem Kind die Angst nimmt, dass die Eltern sich scheiden lassen. Das Mittel gibt es nicht. Und wir müssen immer ursächlich vorgehen. Und das heißt aber natürlich auch oft, wir müssen im Leben was ändern. Und das ist, sagen wir, gar nicht so einfach. Gell? Wir sind sowas von Gewohnheitstiere und ich sehe irgendwie erstaunlich, an was wir uns alles gewöhnen und da jetzt die Bahnen zu verlassen. Gell? Aber wenn ich, sagen wir, einen Ärger habe auf dem Arbeitsplatz und die Schiene ist der Arbeitsplatz und ich bin jetzt chronisch krank, jetzt weiß ich ja, wo ich ansetzen muss. Ja? Früher habe ich es ja nicht gewusst. Ich war dann monatelang in der Klinik und wieder mal in der Klinik und wieder mal, bis ich einmal gewusst habe, ah, das ist der Arbeitsplatz. Und dann kann man überlegen, okay, gut, was möchte ich? Und das heißt dann natürlich oft, ich muss den Job wechseln, um gesund werden zu können. Aber dann bin ich wirklich gesund. Aber ich muss was im Leben ändern. Und da weigern sich halt viele. Ja? Oder viele meinen auch, was, ich habe einen Konflikt, wegen dem Partner oder wie, sie wollen dem Partner die Schuld geben, das hat nichts mit Schuldzuweisung zu tun. Ja, sagen wir, ein Konflikt ist ja immer auch am falschen Fuß erwischt. Und was kann der andere dafür, wenn es mich am falschen Fuß erwischt? Ja? Und es ist ja nicht immer der Weltuntergang, der den Konflikt macht, sondern es ist eben oft der falsche Satz vom Partner im falschen Moment, hochakut, isolativ am falschen Fuß. Und jetzt ist der Partner die Schiene und jetzt muss man halt, ein Konflikt ist dann gelöst, wenn er nicht mehr passieren kann, wenn ich drüber lachen kann. Aber solange der den Satz noch sagen kann, ist das Thema nicht gegessen. Es sei denn, ich ändere meine Einstellung dazu. Und da muss ich wieder in mir arbeiten. Ja? Aber da geht auch kein Weg dran vorbei. Also niemand war bei ihrem Konflikt dabei. Verraten können nur sie ihn selber. Wir wissen vom Organsymptom, wonach wir suchen müssen. Ja? Darm ist Ärger, Knoten in der Brust ist Sorge, Streit, Knochen ist Selbstwert und Bronchitis ist Revierangst. Das wissen wir schon, aber es gibt ja hunderterlei von Revierangstkonflikten oder Selbstwerteinbrüche oder Sorgekonflikte. Wir müssen genau ihren finden. Und das können nur sie verraten. Und niemand kann ihnen ihr Leben leben, das können sie auch nur selber. Der Therapeut kann ihnen sagen, kündigen Sie am Arbeitsplatz oder treten Sie Ihrem Partner in den Arsch. Aber er kann es nicht für Sie tun, das müssen Sie tun. Und niemand kann Sie heile machen, das können auch nur Sie.
Also in der germanischen Heilkunde ist der Patient der Chef. Der Therapeut ist nur Helfer. Ja, in der Schulmedizin, da ist es umgekehrt. Ja, der Chef ist der Chefarzt. Und der Patient hat das zu machen, was der Chefarzt sagt. Gell? Und der kriegt halt das sein Kopfgeld, der Chefarzt. Gell? Und das ist halt konträr, aber absolut konträr. Also irgendwann wird es einmal heißen, das war das tiefste Mittelalter. So, und die Chirurgen, die Mikroben sind nicht unsere Feinde. Ja, sagen wir, 90% der Patienten kommen ja in einer Heilungsphase. Also alles, was Entzündung heißt, was Fieber heißt, was Infektion heißt, was Krise heißt, was Hirntumor oder heißt, ja, ist ja Heilungsphasensymptom. Und da sind die Mikroben am Arbeiten. Und zwar auf meinem Befehl hin, ja, Konfliktlösung. Also so wie Pasteur am Sterbebett dann schlussendlich sagte, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Also der Körper hat immer die Mikroben. Aber wenn der Körper in die Heilung schaltet, ja, dann werden die Mikroben aktiv als Chirurgen. Die Althirntumore, also Magentumor, Brustkrebs, werden tuberkulös abgebaut. Die Großhirnlöcher, die Nekrosen im Bindegewebe werden unter Schwellung wieder aufgefüllt. Und genau das Plattenepithel wird ebenfalls unter Schwellung repariert, die Bronchitis, aber ohne Mikroben, die Viren gibt es nicht. Und die Mikroben, wie gesagt, das sind unsere Symbionten und die Chirurgen. Und die sind nicht zu bekämpfen, also im Gegenteil, wir sollten danach trachten, sie zu haben, damit eben die Heilung optimal verlaufen kann. Und am Ende der Heilung, sagt, ziehen sich die Mikroben zurück und man ist wieder komplett gesund. Und auch schulmedizinisch gesund. So, und wie gesagt, uns wirft man vor, wir hätten gar keine Therapie. Und am Beispiel von unserer Tochter, der Olivia, die hat ja mit Leberkrebs reagiert, mit Verhungerung. Ich muss im realen Sinne verhungern. Das Kind war 5 Jahre. Aber die Natur assoziiert. Gell? Und zwar, wir sind übersiedelt zu den Schwiegereltern und meine Frau ist berufstätig worden. Und für das Kind war von heute auf morgen die Mama weg und das Essen der ihr fremden Großmutter hat das Kind einfach verweigert. War die Mutter zu Hause, hat das Kind gegessen, war die Mutter weg, hat das Kind das Essen verweigert. Und wir sind deshalb zu den Schwiegereltern gezogen, wir wollten ein Haus bauen und ich habe meine Frau dazu animiert, um einen Job, um eine Stelle für Lehrerin und den hat sie dann bekommen und wir. Und unser Kind hat halt da mit Konflikt reagiert. Wir haben das aber nicht gewusst. Und jetzt wurde sie krank und hatte chronisch Bauchweh. Und das war dann im September 1994. Und 1995 war dann eben die Krebsdiagnose. Und dann waren wir bei Hammer und Hammer hat die Ursache erkannt und hat uns geraten, das Beste wird wohl sein, die Mutter bleibt beim Kind. Und wir haben sie gesehen, dass das Kind leidet. Und wir waren auch sofort bereit dazu. Schieben wir halt den Hausbau um ein Jahr oder 2 Jahre raus. Hauptsache ist das Kind wieder gesund. Ja, bei einer Krebsdiagnose machst du alles. Und die Olivia ist schweiß bei so einer tuberkulösen Heilung. Und wir mussten jetzt zweimal des Nachts den Pyjama wechseln. Ja, das war nie vorher, das war mit der ersten Chemo, war das rum. Und am Ende der Heilung ist eben dann der Tumor weg, oder sind die Leberrundherde weg und Kalk ist immer so der Rest einer tuberkulösen Heilung. Kalkige, der Unterzunge Speicheldrüsenstein oder Kalkherde in der Lunge, Kalkherde in der Brust, das ist das Ende einer tuberkulösen Heilung. Also Olivia hat heute Kalkherde in der Leber und die bleiben, aber stören nicht. Und das gilt nicht als Therapie. Uns wirft man ja bis heute vor, wir hätten ja nichts gemacht. Bestrahlen, Chemo, Radikaloperation, das gilt als Therapie. Aber dem Kind die Seelennot zu nehmen, indem man dem Kind die Mama wieder zurückgibt, nö, das gilt nicht als Therapie. Ist das krank? Das ist doch voll krank, beziehungsweise lukrativ. Und also die
mir kommt es wirklich so vor, die bewirtschaften uns. Und die verdienen an unserem Leid sicher goldene Nase, lassen sich da als Göttin weiß feiern und hinterlassen eigentlich nur massenweise die Toten. Also ich weiß nicht, wie das möglich ist, so verkehrt zu denken. Und da gibt es noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Gell? Was ist eigentlich eine Therapie? Oder anders extrem, unser Schwiegervater, also jetzt ist er schon gestorben, das war so der typische Patient. Der Patient heißt ja der Dulder, der Erleider. Also wenn der krank war, von der Mentalität war der so, helft's mir. So wie halt der Mann ist, gell, wenn er ein bisschen krank ist, gell, da möchte er bemuttert werden und so. Und wir hatten ihn auch zu einem Hammertherapeuten geschickt, zu einem Schulmediziner. Und da ist er zwei, dreimal hingelaufen und dann hat er gesagt, na, dort geht er nicht mehr hin, weil der gibt einem ja nichts. Da kann er nicht gesund werden. Und das ist halt das andere Extrem, gell. Also der Patient erwartet, dass man mit ihm was macht. Und wenn man das nicht tut, dann ist man kein guter Arzt. Und wie gesagt, da gibt es noch so viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und wenn ich nicht ursächlich vorgehe, dann gibt es eben die Varianten, dass ich es immer wieder mal habe oder in eine hängende Heilung komme oder eben hängend aktiv bleibe. Und also in einer hängenden Heilung, ich habe einen Patienten vor mir, der ist permanent nur in einer Heilungsphase. Oder hängend aktiv, der hat nur die aktiven Symptome von diesem Programm. Und Achtung, hängend aktiv, ich habe nicht ewig Zeit. Und selbst bei so einem trivialen Beispiel wie bei der Parodontose, gell, in der Natur stellen sie sich, also aktiver Beißkonflikt, der Knochen macht Zellminus, osteolysiert, die Zähne fallen aus, stellen sie sich in der Natur einen Wolf vor, dem die Zähne ausfallen. Also lang wird es ja nicht machen. Und also so bei den meisten Programmen tickt die biologische Uhr. Und der Patient isst nicht, er schläft nicht, er hat ständig sämtliche Kräfte mobilisiert und irgendwann ist die Batterie leer. Und zu Naturgesetzen gibt es keine Alternativen. Also wenn, sagen wir, die Mutter den Sorgekonflikt hat um ihr Kind. Das Kind schwebt zwischen Leben und Tod und jetzt wird der Knoten größer, größer, man schneidet ihr die Brust ab. Abgesehen davon, was das für Folgekonflikte bedeutet für sie, hat sie ja dadurch nicht die Sorge um ihr Kind gelöst. Sie bleibt ja weiter aktiv. Sie isst nicht, sie schläft nicht und magert ab. Und dann diese Folgekonflikte, die addieren sich dann noch dazu. Selbstwerteinbrüche, jetzt hat sie ja Sorge um sich selber auch. Sie hat die Brustkrebsdiagnose. Und da bleibt der Patient auf der Strecke. Und nur das Symptom wegschneiden, da freuen sie sich die Schulmedizin, das Symptom ist weg. Ja. Aber die Ursache ist ja nicht weg. Und sagen wir, wenn ich in eine hängende Heilung komme, bei dem Drüsengewebe kann das Ausgangsgewebe wegschmelzen. Ja. Dann habe ich bei der Schilddrüse zum Beispiel die Schilddrüsenunterfunktion. Und dann bin ich irgendwann einmal auf eine Medikation angewiesen. Und polyzyklisch, das wäre zum Beispiel der Epileptiker, der immer wieder auf die Schiene kommt, hat ein Rezidiv und hat dann seinen epileptischen Anfall. Also das Beispiel da mit der Tochter, die einen motorischen Konflikt erlitt, als die Mutter auszog. Die ist für eine Woche ausgezogen, da war sie 14. Und nach einer Woche kam sie wieder und das war die Lösung für die 14-Jährige und sie hatte ihren ersten epileptischen Anfall. Aber dann war der Streit der Eltern zur Schiene worden. Und immer wenn sich die in die Haare gerieten, hatte sie in der Folge ihren epileptischen Anfall. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und den jungen Menschen auf Antiepileptika einstellen. Ich kann ihm verbieten, Auto zu fahren. Aber solange, ist ja die Ursache nicht gelöst. Die muss entweder, dass die Eltern aufhören zu streiten oder dass sie sich abnabelt vom Elternhaus. Ja, damit das
damit sie einmal lachen kann drüber, dass ihr das am Arsch vorbeigeht. Ja, wenn ich meine innere Einstellung ändern kann zu dem Thema, bin ich auch gesund. Und da wäre die Patentlösung ein Baby. Weil dann, die ist jetzt 21, ist eh schon längstens Zeit, gell? Und, dass die einmal ein Kind hat. Und die sind dann noch immer verhaftet im Elternhaus. Aber wenn die ein Kind haben, beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Und dann lösen sie sich vom Elternhaus, können die Einstellung dazu ändern und dann ist die Epilepsie weg. Das berichten viele Mütter, die waren chronisch krank bis zum ersten Kind und dann war es weg. Und das ist dieser Mechanismus. Und diese Therapie hat uns auch die Natur in den Weg gelegt. Ja, wenn Sie, sagen wir, in der Relation eine Hirschkuh mit 21 Jahren in der Natur sehen, die noch nie ein Kind hatte, sagen Sie sofort, da stimmt doch irgendwas nicht. Und in der Natur hätte die 21-Jährige schon 2, 3 Kinder und die Epilepsie wäre schon längstens weg. Und das ist eine biologische Lösung. Biologische Konflikte erfordern eine biologische Lösung. Und da muss man die Natur, wir müssen diese biologische Sprache auch verstehen lernen. Wir müssen uns in den Menschen reinversetzen können. Ja, Sie können ja nicht die 21-Jährige mit der 14-Jährigen vergleichen. Die 14-Jährige könnte auch Kinder haben. Ja? In der Natur hätte die 14-Jährige bereits Kinder und wäre in kurzer Zeit gesund. Aber in unserer Gesellschaft ist das unvorstellbar. Aber in der Natur, es wird praktiziert, sobald es geht. Und dieser Therapie der Natur auszuweichen, das ist echt mühsam. Ja, also da musst du dich echt anstrengen, unbiologisch zu leben. Und die normale Karriere von so einer 21-Jährigen ist, die nimmt brav weiter Antiepileptika. Und die sagt ja selber, was, Kinder kriegen? Nö, ich möchte Karriere machen, ich möchte was erleben. Also du bringst die ja so gar nicht dazu. Ja? Die sagt, du bist verrückt, bin noch viel zu jung. Und das ist alles Unsinn. Und wir müssen umdenken. Wir müssen wieder biologisch denken lernen. Wenn wir biologisch denken und leben, haben wir automatisch weniger Konflikte, sind gesünder und glücklicher. Ja, der Hirnforscher Hüttner sagt, der glückliche Mensch kauft nicht. Und jetzt hält man uns eben unglücklich, die ist unbefriedigt, macht Karriere, aber kann nicht wirklich erfüllt sein und konsumiert. Und das ist ja Sinn und Zweck der Übung. Ja, um uns da quasi im Hamsterrad zu halten. So, jetzt ein Beispiel. Oft gibt es das Phänomen, dass eigentlich die Ursache schon längst gelöst ist. Man hat es nur noch nicht realisiert. Und über die Schienen habe ich dennoch meine Rezidive und bin chronisch krank. Und in so einem Fall muss ich nur zum Konflikt hinfinden. Ich kenne mich damals und ich kenne mich heute. Und dadurch erkenne ich den Unterschied. Was er sich damals hat mit der Opa zum Milchtrinken gezwungen. Heute liegt er am Friedhof. Damals habe ich mit Ärger reagiert, mit Darm. Und ich war seither auf Milch allergisch mit Darm, die Laktoseintoleranz. Jetzt realisiere ich meinen Konflikt. Jetzt realisiere ich, ja, den Opa gibt es ja gar nicht mehr. Und plötzlich lösen sich die Schienen auf. Und plötzlich kann er die Milch trinken. Ohne zu reagieren. Von jetzt auf dann. Also den Mechanismus gibt es ja. Und gar nicht so selten. Also ich möchte nicht wissen, und ob man das jetzt Laktoseintoleranz nennt, oder ob man das jetzt Rheuma nennt, oder Epilepsie nennt. Alles verläuft über Schienen chronisch. Die Ursache ist immer der Schock. Eine Angelegenheit von Augenblick. Und da werden die Schienen einprogrammiert, die Allergie, die Schiene ist die Allergie. Und ob das jetzt die Pollenallergie ist, oder die Milchallergie, oder die Allergie mit Darmkrebs auf die Schwiegermutter, oder mit Diabetes auf den Partner, das verläuft nur mehr über die Schiene. Ab jetzt reagiert man allergisch. Und wenn die Ursache gelöst ist, lösen sich die Schienen auf. Und die Allergie ist weg, die Rezidive bleiben aus und ich werde gesund. Ohne nichts. Ich muss nur mal hinfinden zum Konflikt. Und hierfür
ein wirklich ein schönes Beispiel. Die Warze ist eine hängende Heilung von einem Trennungskonflikt. Also die äußere Haut in der aktiven Phase ulzeriert und in der Heilung wird Plattenepithel aufgebaut. Aufgebaut. Und die Warze wird dicker. Über die Schiene. Gibt es immer wieder Rezidive. So. Und ein Ehepaar belegt das Grundlagenseminar und zu Hause überlegen sie, ob sie das nun Gehörte auch umsetzen können, anwenden können. Und ihr Sohn hat so seit der Einschulung eine dicke, fette Dornwarze an der Fußsohle, Mutter-Kind-seitig. Und er hat wirklich über die Jahre bereits Probleme beim Laufen. Und wir können ja die Organebene ausdeutschen. Fußsohle heißt nicht getrennt werden wollen. Der Riss würde heißen, hau ab. Und der Vater spricht mit seinem Sohn, er muss einen Trennungskonflikt erlitten haben vor der Mutter, also so um die Einschulung war das, 6 Jahre, Kinder hat er nicht. Also kommt er ist Linkshänder, rechter Fuß ist der Mutter-Kind-Fuß. Es kommt ja nur die Mutter in Frage und zwar nicht getrennt werden wollen von der Mutter. Also ich möchte nicht weg müssen oder Mutter bleibt da. Und es muss natürlich auch eine Schiene geben, seit damals bis heute. Und ob er sich daran erinnern kann, an so einen Vorfall. Und der Bub wusste noch genau den Trennungskonflikt. Und zwar, das war der erste Tag, erste Klasse Volksschule. Die Mütter blieben alle bei ihren Kindern im Klassenzimmer, nur seine ging nach Hause. Und er sagte, ja, und du warst nicht da. Und das war der Trennungskonflikt von der Mutter mit der Schiene, Schule ohne Mama. War in der Schule, war auf der Schiene, ein Rezidiv, die Haut ulzeriert. War er zu Hause bei der Mama, ist in die Heilung gekommen. Und über die Schule rein raus, hängende Heilung. Und die Dornwarze wurde dicker. Das sagt der Vater. Ja, aber heute gehst du in die erste Klasse Hauptschule. Heute wirst du nicht mehr wollen, dass die Mutter neben dir sitzt. Sagt der Bub, na, heute nicht mehr. Und schwupp, die Dornwarze verschwand. Also damals war es für ihn die Katastrophe. Heute wäre das Mörder peinlich. Und die Warze, der Konflikt ist gegenstandslos. Die Schienen lösen sie auf. Und die Warze verschwand. So, wer war jetzt der Therapeut? Was war die Therapie? Wer hat geheilt? Was hat das Ganze gekostet? Und was sind da die Nebenwirkungen? Und wie gesagt, ob das jetzt Dornwarze heißt oder Neurodermitis oder Morbus Crohn, der Mechanismus ist derselbe. Ja, wenn der Konflikt gegenstandslos ist und man findet hin, ja, man muss sich die Ursache nur einmal ins Bewusstsein holen und dann erkenne ich den Unterschied. Damals war es konfliktiv und heute wäre es Mörder peinlich. Und dann löst sich das auf. Und der zweite Fall, oft ist wie gesagt ein weiser Ratschlag notwendig, um zu einer Konfliktlösung zu kommen. Den Rest macht dann schon wieder die Natur. Und wie genau das mit den Zellen und mit den Mikroben oder wie genetisch sich das verändert, ja, das interessiert mich gar nicht. Das brauche ich ja gar nicht wissen. Das macht eh der Körper selber. Das ist ja so circa, wenn Sie eine Wurstsemmel essen. Sie beißen, Sie schlucken. Machen Sie das bewusst? Machen Sie bewusst so die Peristaltik? Nein, das macht der Körper selber. Oder dann liegt die Wurstsemmel da im Magen und kommt da durch den Darm durch. Machen Sie das bewusst, die Wurstsemmel verdauen? Nein, das macht der Körper selber. Und so ist ja das auch mit dem Tumor. Der Körper macht das. Und auch die Heilung macht der Körper. Ob Sie jetzt genau wissen, wie das da molekular abgeht, ja, das interessiert doch
mich gar nicht. Und das Ganze ist aber gesteuert von Unbewussten. Es geht ja hier um das vegetative Nervensystem, das Unwillkürliche. Um das geht es ja. Und das wird auch über die Schienen triggert. Und der Schock, das ist quasi die Taste am Fernseher, ja, welches Programm jetzt gestartet wird. Zielgerichtet. Also das macht alles, das geht alles am Verstand vorbei. Sie erleiden den Konflikt und schon startet das Sonderprogramm. Unbewusst. Und sie kämpfen so lang, bis sie den Konflikt lösen. Und das passiert auch unbewusst. Sie lösen ja Konflikte zwangsläufig. Wenn die Ursache gelöst ist, lösen sie den Konflikt zwangsläufig. Das ist auch nicht immer gewollt. Ja, weil zum Beispiel bei einem Revierverlust über 9 Monate, wenn ich den löse, bin ich tot. Also da werde ich schauen, dass ich den Konflikt nicht löse. Und wir wissen das ja schon im Vorfeld, dass wenn der Patient diesen Konflikt löst, er die Heilung nicht überleben wird können. Und wir können ja schon im Vorfeld dagegen steuern, indem man eben bewusst auf der Schiene bleibt. In der Schulmedizin kommt er im Herzinfarkt und das ist dann Sport. Ja, und wir können ja schon vor der Konfliktlösung sagen, pass auf, bleib auf der Schiene, verhalte dich klug. Aber das muss auch der Patient dann umsetzen. Gell? Der Therapeut kann es ihm nur sagen. Und tun muss es dann selber. Also ein kleines Beispiel mit so einem Herzinfarkt. Ein Makler hat so lange gemakelt, bis er sein Traumhaus hatte. Und dann dachte er, jetzt fällt nur mehr die Traumfrau. Und die stellte sich auch bald ein. Und die wurde aber nicht schwanger. Und da sagten die Schulmediziner, weil sie eine Eierstockzyste hat. Aber im Gegenteil, deshalb auch Traumfrau. Eine Frau mit einer Eierstockzyste sieht ja um 10, 15 Jahre jünger aus. Die sieht weiblich aus. Und die wird an und für sich viel leichter schwanger. Ja, jedenfalls sagt er zu ihr, ich möchte eine Familie gründen, es tut mir leid, wir trennen uns. Und der Nachbar hatte schon immer Auge auf diese Frau. Und die zog aus und beim Nachbarn ein. Das war nicht der Konflikt, nicht der Revierverlust für ihn. Aber eines Tages sah er sie schwanger. Das war der Konflikt. Baff, das hat eingeschlagen bei ihm. Und Hammer fragt ihn, seit wann haben sie Angina pectoris? Sagt er, seit 5 Jahren. Sagt er, und die hat jetzt schon 2 Kinder. Sagt Hammer, ich rate Ihnen, gehen Sie jeden Tag am Haus Ihrer Ex vorbei und die nächsten 20 Jahre und ärgern Sie sich, damit Sie auf der Schiene bleiben, damit Sie den Konflikt nicht lösen, sonst sind Sie tot. Und das wissen wir schon im Vorfeld. So, und jetzt noch ein Beispiel, mit, wo man die Ursache noch lösen muss. Wo man es wirklich lösen muss. Ja. In der gelben, in der orangen Gruppe, da muss man lösen. In der roten Herzinfarkt, ja, da muss man schon 2-3 Mal hinschauen, ob das gelöst werden darf. Und zwar, das ist so ein Klassiker aus der Literatur. Eine Frau hat Bauchspeicheldrüsenkrebs und sie war bei 4 Hammertherapeuten. Ja, das Ganze spielt in Belgien in den 80er Jahren. Und ihr sind 4 Onkels gestorben in kurzer Zeit. Und der eine meint, das war der Onkel, der andere, nein, das war der andere Onkel. Und dann war sie halt beim Hammer und Hammer fand den Konflikt raus. Das war kein Onkel in dem Sinn, dass das, die waren alt und das war alles absehbar, dass die sterben werden. Da hat die nichts am falschen Fuß erwischt. Die Todesfälle wurden betrauert und das hat ihr eine Bauerntruhe zu vererben versprochen. Und die hatte die Bauerntruhe im Kopf schon eingerichtet. Die wusste genau, wo die im Wohnzimmer hinkommt. Und bei der Testamentseröffnung stellt sie raus, die Bauerntruhe bekommt die Schwester. Baff. Und das hat sie am falschen Fuß erwischt. Und der Kampf um den Brocken. Und jetzt macht die Bauchspeicheldrüse Zell Plus mehr Verdauungssäfte, um die Bauerntruhe doch noch zu bekommen, abzutauen. Und da war sie konfliktaktiv. Und jetzt muss sie den Konflikt lösen.
Und Hammer lud beim zweiten Treffen dann die Schwester mit vor und fragt die Schwester, sagen Sie, diese Bauerntruhe, ist Ihnen die 3000 D-Mark wert? Sagt die Schwester, naja, so um 3000 würde ich mich schon trennen von der Bauerntruhe. Fragt er die Patientin, ist Ihnen die Bauerntruhe 3000 D-Mark wert? Sagt die Patientin, sogar 4. Und die Schwestern tauschen, beide sind zufrieden und die löst den Bauchspeicheldrüsenkonflikt. Und was sind 4000, wobei das ja Geschäft ist, wo beide zufrieden sind und die löst den Konflikt im Vergleich zur Schulmedizin. Da schneidet man dem Patienten die Bauchspeicheldrüse raus, der wird zwangsläufig zum Diabetiker und 4 von 1000 überleben 5 Jahre. Und wissen Sie, was da für ein Geld umgesetzt wird auf Kosten des Patienten und das Leid, was da verursacht wird? So, und wie beginnt man eigentlich die ganze Angelegenheit? Also ich spreche jetzt vom Therapeuten. Dreh- und Angelpunkt ist ja die Ursache der Konflikt. Das muss einmal gefunden werden und dann weiß ich erst, was zu tun ist. Und das Erste, der Therapeut gibt dem Patienten einmal die Hand, gehört sich höflichkeitshalber ohne AIDS-Handschuh und damit hat er aber auch schon die erste Diagnose. Ja, hat der Patient eiskalte Hände oder kochend heiße Hände und Sie glauben ja gar nicht, wie auch treffsicher nur das Handgeben ist. Also ich gebe ja meine Vorträge, habe ich ja jetzt in den vergangenen 20 Jahren, also sicher hunderte Male gegeben. Und ich habe da so ein Beispiel, um das zu demonstrieren. Ich gebe dem, der vor mir sitzt, die Hand. Und in 99% der Fälle hat derjenige wärmere Hände als ich, ganz logisch, weil er sitzt, hört mir zu, er ist vagoton und ich bin im Stress, ich muss einen Vortrag halten, ich bin sympathikoton, ich habe kühlere Hände als er. Und jetzt einmal gebe ich einer Frau die Hand, hat die eiskalte Hände. Und dann sind wir ins Sprechen gekommen, stellt sie raus, sie ist organtransplantiert und steht unter Medikamente. Und sie muss permanent sympathikoton bleiben. In einer vagotonen Heilung würden die Mikroben ihr das Organ abbauen. Und der zweite Fall, die hat auch eiskalte Hände gehabt und dann sind wir ins Reden gekommen und sie ist betroffen, Brustkrebs, und meinte aber, sie hätte intraduktales, und das ist ja die Heilung. Und sage, oh, das glaube ich nicht, dass das die Heilung ist mit eiskalten Händen. Und in Wirklichkeit war das ist Drüsenkarzinom und das wird in der aktiven Phase größer, größer. Also die war konfliktaktiv. Und das habe ich sofort gemerkt, dass ich dem vor mir die Hand gebe, dass da was los ist. Also das Handgeben ist einmal das Erste. Das Zweite ist die Händigkeit abklären und dadurch kann man auf die Partner-Mutter-Kind-Seite schließen. Hat der Brustkrebs rechts oder links, das entscheidet ja die Händigkeit. Und das Dritte ist die Hormonlage abklären. Und Achtung, es gibt weibliche Männer, es gibt männliche Frauen. Gell? Sagen wir, zu erkennen, ob Patient Mann oder Frau ist, ist ja relativ einfach, aber wird auch immer schwieriger. Gell? Zum Beispiel Chiquita Würstchen. Da muss man schon zweimal hinschauen, was ist das jetzt, gell? Und die Hormonlage ist auch nichts Fixes. Die Hormonlage kann sich ändern, zum Beispiel durch einen Wechsel. Und die männliche Frau reagiert ganz anders als die weibliche Frau. Die hat ganz andere Konflikte. Und der männliche Mann reagiert ganz anders als der Opa, ja, der kein Revierverhalten mehr hat, gell? Und da können auch Konflikte hin und her springen, wenn sich die Hormonlage ändert. Gell? Und das ist eben das Dritte. Und wenn Sie, sagen wir, Hammer-Schädel-CD schicken, dann schreiben Sie keinen Lebenslauf, sondern nur die Diagnose, was Sie von ihm wissen wollen, damit er weiß, wonach er suchen soll. Legen Sie ihm ein
Brustbild bei, so ein Foto, wie sie klatschen. Und die Frauen sollen ihm auch dazu schreiben, ob sie schon in der Menopause sind oder die Pille nehmen. Die Frau ist natürlich eine männliche Frau. Und wie gesagt, vor die Therapie haben die Götter die Diagnose gestellt. Also ich muss einmal schauen, welches Programm läuft denn da ab? Und da muss man auch die schulmedizinische Diagnose hinterfragen können, weil die ist oft schlicht und ergreifend falsch. Und wie gesagt, der Therapeut muss auch wirklich Kliniker sein, gell? Er muss auch Organ-CD lesen können. Und dann müssen wir schauen, vor dem Programm liegt die aktive Phase vor, liegt die Heilungsphase vor, und das muss alles einen Grund haben. Ja, sagen wir, warum ist der Konflikt aktiv? Oder was war die Lösung? Und dann müssen wir natürlich genau seinen Konflikt finden. Also sagen wir, vom Organsymptom wissen wir, wonach wir suchen müssen. Ja, hat er, sagen wir, Leberkrebs, dann wissen wir, das ist eine Verhungerung. Aber es gibt ja hunderterlei von Verhungerungen. Ja, der eine hat einen Verhungerungskonflikt, weil er Darmkrebs hat. Der andere hat einen Verhungerungskonflikt, weil die Tochter einen Versager geheiratet hat und er Sorge hat, der Versager kann doch meine Tochter nicht ernähren. Und beide haben einen Verhungerungskonflikt, beide haben Leberkrebs. Aber es gibt keine Patentlösung. Der eine müsste einmal den Darmkrebs lösen, und der andere, der bräuchte einen potenten Schwiegersohn. Ja, und der Schulmediziner macht sich das einfach. Leberkrebs, Chemo. Brustkrebs, Chemo. Darmkrebs, Lungenkrebs, Knochenkrebs, Chemo, Chemo, Chemo. Und das ist natürlich ein Witz. Und da müssen wir auch schauen, liegen Schienen vor? Ja, könnte das wieder passieren? Kann der da wieder reinstolpern? Ja? Weil solange der Konflikt nicht definitiv gelöst ist, solange der darüber nicht lachen kann, solange wirken die Schienen. Und der hat zwangsläufig sein Rezidiv. Also alles, was chronisch verläuft, wir müssen zum Konflikt auch die zugehörigen Schienen finden. Und Schienen, das ist was ganz so Subtiles. Ja, Schiene kann alles Mögliche sein. Und die werden aber einprogrammiert im Schockmoment. Und also ich verweise auf das Kapitel Schienen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und Maschine, das können die Sinneseindrücke sein. Gell? Selbst der Parfum vom Vergewaltiger. Alles Mögliche kann das sein. Und das muss man herausfinden. So. Dann haben wir ja drei Ebenen, die immer synchron verlaufen. Und wir können ja auch vor einer Ebene auf die anderen Ebenen schließen. Und wir können ja auch, also kenne ich, sagen wir, das Organsymptom Leberkrebs, dann weiß ich, auf der Psyche hat er einen Verhungerungskonflikt und im Stammhirn hat er den harmischen Herd. Sehe das Schädel-CD und ich sehe im Kleinhirn rechts außen den harmischen Herd, weiß ich, auf der Organebene links Brustkrebs und auf der Psyche Sorge, Streit, Partner oder Mutter, Kind, je nach Händigkeit. Und selbst von der Psyche kann ich auf die Organebene schließen. Ja, also sagen wir, wenn ich sehe, der Mensch ist desorientiert, der geht jetzt für das 10. Mal den Gang entlang und weiß nicht, in welche Tür rein muss. Der ist örtlich desorientiert. Dann weiß ich, der hat eine Nierensammelrohrkonstellation. Der hat beide Nierensammelrohre aktiv. Der hat einen doppelten Flüchtlingsexistenzkonflikt. Der lagert Wasser ein oder Harnstoff. Nur vom Verhalten. Und es gibt auch keine Organerkrankung ohne Korrelat in der Psyche und umgekehrt. Individuum nicht teilbar. Und wir haben ja noch zusätzlich die Gehirnebene. Und somit ein überbestimmtes Diagnoseverfahren. Und die Diagnose ist sehr treffsicher. Aber der Therapeut in der Germanischen, der wird natürlich auch immer alle drei Ebenen ranziehen. Also der verwendet genauso Laborwerte und Röntgenbilder von der Organebene. Und natürlich Schädel-CD und er spricht mit dem Patienten. Und oft, sagen wir, den Konflikt, der Patient hat ihn verdrängt, er kann sich beim besten Willen nicht daran erinnern, dann muss er halt einmal 14 Tage drüber nachdenken. Ja, wir müssen zum Konflikt hin. Das ist die Ursache.
Das andere ist nur Erklärung, das ist nur Symptom, aber die Ursache ist der Schock. Und nehmen wir an, ein guter Bekannter kommt und erzählt Ihnen, er hatte kürzlich einen Herzinfarkt. Machen wir den klassischen Herzinfarkt mit dem verschlossenen Herzkranzgefäß. Und diese die Krise, und die kann er Ihnen ja auf den Tag genau datieren. Und da verwenden Sie eigentlich die Gehirnebene. Also sämtliche Krisen sind ja eigentlich Hirnsymptome. Vom Hirn kommt kein Signal runter. Und das hat nichts mit dem verschlossenen Herzkranzgefäß zu tun. Also diese Herzkranzoperationen ist ein lukratives Geschäft, aber keine ursächliche Therapie. Und dann wissen Sie auch, wonach Sie suchen müssen. Der muss einen Revierverlust erlitten haben und gelöst haben. Sonst hat der keinen Herzinfarkt. Wenn er den nicht gelöst hat, hat der keinen Herzinfarkt. Also, Sie müssen einen gelösten Revierverlust finden. Und hier verwenden Sie ja die Psyche. Und wenn der Patient sagt, naja, Revierverlust, die Frau ist mir davongelaufen, den Arbeitsplatz habe ich verloren. Das könnte ja beides ein Revierverlust sein. Aber Sie suchen kein psychologisches Problem, sondern einen biologischen Konflikt. Was ist da der Unterschied? Der biologische Konflikt, da sind die drei Kriterien erfüllt. Hochakut, isolativ, am falschen Fuß erwischt. Beim psychologischen Problem hat man es kommen sehen. Man hat sich darauf einstellen können. Ja, da hat einem nichts am falschen Fuß erwischt. Man war gefasst. Wenn er sagt, naja, am falschen Fuß erwischt. Also, dass man die Frau davonläuft, das hat sich in den vergangenen Jahren schon abgezeichnet. Aber das mit dem blauen Brief, das stimmt schon. Ja, das hat mich komplett, mit dem habe ich nicht gerechnet. Und da haben Sie schon einmal einen ziemlichen Hinweis, das ist der Arbeitsplatz. Und das kann er Ihnen ja auch auf den Tag genau datieren. Und jetzt suchen Sie nur noch eine Lösung. Wenn er sagt, naja, Lösung, die Frau ist nach wie vor weg. Aber Arbeitsplatz habe ich einen neuen. Also, dann haben Sie auch eine Lösung hierfür. Und zur Kontrolle, auf der Organebene muss er zwischen Arbeitsplatz, Kündigung und neuer Arbeitsplatz Angina pectoris gehabt haben. Das war mit dem neuen Job weg. In der Krise hatte er wieder Angina pectoris. Und da verwenden Sie ja quasi die Organebene. Und die Herzkranzgefäße, dieses Plattenepithel ist Schlund-Schleimhaut-Schema. Das schmerzt in der aktiven. Und wenn die aktive Phase schmerzt, dann schmerzt auch die Krise. Und wenn alle drei Ebenen wie die Faust aufs Auge passen, dann wissen Sie, es war nicht die Ehefrau, es war der Arbeitsplatz. Und Achtung, es gibt China. Wenn der diesen Job wieder verliert, müssen nicht mehr die drei Kriterien erfüllt sein. Es genügt, wenn er den Job verliert, hat er wieder ein Rezidiv. Und wenn er dann noch einmal einen neuen Job bekommt, hat er seinen zweiten Herzinfarkt. Das können wir uns schon an unsere 10 Finger abzählen, dass das so sein wird. Und wir können ja auch, sagen wir, die Krise vorhersagen. Ja? Wir wissen ja schon in der aktiven Phase, wenn er den löst, wann die Krise kommen wird. Im Vorfeld wissen wir das schon. So, und wie gesagt, die Königskunst ist eben der weise Ratschlag. Und das kann man nicht lernen. Und wie gesagt, ich kenne auch diese Szene, die alle möchten es Therapeut spielen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich bin da der Einzige, der sich mit Händen und Füßen wehrt, weil ich weiß da ein bisschen zu viel, dass ich zu wenig weiß. Und würde mir das nie anmaßen. Und was die da aufführen, also unglaublich, das ist unseriös. Und du übernimmst ja auch Verantwortung, ja, als Therapeut oder solltest zumindest so das Gefühl der Verantwortung haben. Aber das, was da abgeht, also das ist ja das wirklich, da sträuben sich die Haare.
So, aber 90% der Patienten kommen in einer Heilungsphase. Wie gesagt, alles, was Entzündung heißt, was Infektion, Hirnödem oder was Krise heißt, das ist ja Heilungsphase. Und vor 100 Krebspatienten, der Schulmediziner unterscheidet ja gar nicht, was aktiv oder Heilung ist, gell? Sagen wir, bei der Althirngruppe haben wir ja in der aktiven Phase Zellteilung. Der Magentumor wird größer, größer, der Brustkrebs wird größer, größer. Bei der Großhirngruppe haben wir in der Heilungsphase Zellteilung. Der Lymphknoten wird dicker, dicker in der Heilung. Die Milchgänge werden unter Schwellung repariert in der Heilung, intraduktales Mammakarzinom. Der Schulmediziner unterscheidet da nicht. Der Patient hat einfach die Krebsdiagnose. Und vor 100 Krebspatienten, denen schulmedizinisch Krebs diagnostiziert wurde, bräuchte man bei 80 gar nichts tun. Die schaffen das. Und die lösen in Kürze den Konflikt oder die sind sowieso schon in der Heilung und haben den Konflikt gelöst und die werden das schaffen, ohne irgendeiner notfallsmäßigen Maßnahme. Bei den restlichen 20 bräuchte ich die Notfallsmedizin. Und von diesen 20 kann ich 15 am Leben erhalten. Bei den restlichen 5 hilft die beste Germanische nichts. Es hilft die beste Notfallsmedizin nichts. Es gibt Konflikte, da gibt es keine Lösung. Das gibt es natürlich auch, gell? Oder es gibt Konfliktmassen, die sind so gigantisch groß. Er hat zwar den Konflikt lösen können, aber er kann die Heilung nicht überleben. Und das mit diesen 80%, das behaupte ich nicht nur, das kann ich auch belegen mit einer Studie aus Frankreich. Hier schreibt ein gewisser Marc Fréchet eine Zeugenaussage ans Gericht Köln im Jahre 97. Damals saß Hammer im Knast wegen einem Nazi-Gesetz. Ja, Heilpraktikergesetz ist ja vom Adolf Hitler erlassen worden zum Schutz der Ärzte. Und nach diesem Nazi-Gesetz hat man Hammer verurteilt. Er schreibt, Personen, die mich konsultierten, waren im Wesentlichen mit somatischen Symptomen befasst, die sich in Blutkrankheiten oder Tumoren darstellten. Alle diese Patienten wurden mir von den behandelnden Ärzten der Klinik überwiesen. Ich kann das kaum lesen. Moment, wurde der Klinik überwiesen. Während dieser 9 Jahre haben mich circa 1000 Personen konsultiert. Unter diesen Patienten waren sowohl Erwachsene als auch Kinder. Dann teilt er diese 1000 Patienten ein in 3 Gruppen. Die Gruppe A, die Schulmedizin beibehalten wollten. Die Gruppe B, die die Schulmedizin rigoros ablehnten, nur mehr Hammer praktizierten. Und die Gruppe C, die sich überhaupt nur einmal blicken haben lassen und dann nicht wieder. Von der Gruppe A, die doppelt moppelten, überlebten 9 Jahre 26%, ein Viertel. In der Schulmedizin haben sie eine Mortalität von 95% in der Regel. Also, es ist natürlich auch ein Riesenunterschied, gell? Ob das Kind mit Leberkrebs Chemo bekommt und die Mutter bleibt weiterhin berufstätig und das Kind hat immer wieder Rezidive, oder ob das Kind mit Leberkrebs Chemo bekommt und die Mutter bleibt zu Hause und das Kind ist in einer Heilungsphase. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, sagen wir, das eine Kind bleibt in Sympathikotonie und bekommt noch die Pseudotherapie dazu, während das andere Kind ist ja schon in der Heilung. Und wir haben ja bei der Olive auch 2 Monate Heilung quasi uns rauskämpft durch die Flucht. Während die Gruppe, die nur mehr Hammer praktizierten und die Schulmedizin rigoros ablehnten, zu 85% 9 Jahre überlebten. Welche Nebenwirkungen hat man, wenn man spontan gesund wurde? Keine. Und das ist eine wirkliche Heilung. Aber wenn man der Frau mit Brustkrebs die Brust abschneidet und das dann als Heilung verkauft,
Also das ist, wie nennt man das? Das ist unseriös. Wie nennt man das? Das ist ja, es wird ja ein marodes Haus verkaufen oder ein kaputtes Auto verkaufen. Und jetzt überlegen Sie einmal, diese Gruppe, die haben komplett die Schulmedizin abgelehnt. Und das ist auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Manches Mal bräuchte ich einen kleinen chirurgischen Eingriff, um am Leben zu bleiben. Sagen wir, wenn die Bauchspeicheldrüse, der Ausführungsgang und der Schwellung sich verschließt, dann brauche ich nur Röhrchen, damit das abfließen kann. Technisch ist ja das nicht so das Thema. Und man könnte aus diesen 85% vielleicht noch mehr machen. Und was ja auch noch dazu kommt, die hatten ja die Krebsdiagnose. Und jetzt muss ich einmal den Patient aus der Panik holen. Und wenn man so einem Patient die Krebsdiagnose erspart, weil er zum Beispiel selber weiß, die Organsymptome richtig zu interpretieren, zum Beispiel, wenn er sagt, ah, ich habe Blut im Stuhl, das schau her. Boah, ich habe einen Darmkrebs in Heilung. Das hört sich ja schon ganz anders an, oder? Während die meisten mit Blut im Stuhl, da beginnt erst die schulmedizinische Karriere. Dann entdeckt er den Tumor, der zwar schon in Heilung ist, aber der Schulmediziner unterscheidet dann zwischen aktiv und Heilung. Und dann hat der arme Patient die Krebsdiagnose. Ich habe Krebs, ich muss sterben. Dann wird er operiert, dann wird er chemotherapisiert. Dann wartet das ganze Umfeld nur mehr auf sein Ableben und der Stolperfallenkonflikt in der nächsten. Wenn man ihm aber diesen Diagnoseschock ersparen kann, da könnten wir aus den 85% ja vielleicht 95% machen. Und, aber Achtung, diese Gruppe hier, die waren betreut. Denn dann hat man die Zusammenhänge erklärt, man hat Konfliktlösung, Strategie erarbeitet. Man hat sie nicht in Panik versetzt und das haben sie nicht. Ja, wenn Sie heute sagen, ich mache Hammer, dann sind Sie komplett auf sich alleine gestellt. Ja, Sie müssen sich oft verstecken vor den Familienangehörigen, die auf Sie einreden. Ja, du machst Hammer. Das ist ein wunderheiler Scharlatan. Da schau in der Tageszeitung, da steht's heute wieder. Du stirbst, du stirbst. Oder Ihr Hausarzt, ja, der lässt Sie ja nicht in Ruhe. Ja, der lässt ja Sie als potenziellen Kunden nicht so einfach laufen. Na, so geht's nicht, gell. Also, Sie bringen da ein paar hunderttausend Umsatz, gell. Also, so leicht lässt sich das System nicht aus. Und man setzt Sie unter Druck. Das geht unter Umständen sogar bis zur Entmündigung. Und dann sind Sie in der Klapse. Und Sie haben nirgendwo Unterstützung. Also im Moment heißt es wirklich Kapier oder bleibst halt in der Schulmedizin. Und das ist so ziemlich unsere einzige Studie, was wir haben. Und hätte ich jetzt, sagen wir, eine Tablette, die Ihnen das Überleben bei Krebs von 5% auf 85 erhöhen könnte um bis 17-fache. Ich wäre Millionär, Milliardär. Die Tablette gibt's. Nur ist es halt keine Tablette zum Schlucken, sondern das ist eine Medizin für intelligente Menschen. Übrigens, der Satz stammt nicht von mir, sondern von einem Onkologen. Ganz kurz die Geschichte. Eine Frau hat Bauchspeicheldrüsenkrebs und lässt sich schulmedizinisch therapieren. Sie hat auch, glaube ich, ein Lymphom. Und eines Tages realisiert sie, da wird ja nur gestorben rund um mich. Und geht auf Suche nach Alternativen, kommt zum Hacketal. Dort muss sie einmal, ich weiß nicht, 50.000 D-Mark hinblättern, damit sie überhaupt ein Bett bekommt. Und beobachtet, wie Hacketal seine Patienten in Bussen auswärts zur Chemo bringen lässt. Dieser Hacketal. Und sie denkt sich, das kann es ja nicht sein. Und gibt auf. Und sie hat auf Mallorca Urlaubshaus und möchte da die letzten Tage verbringen. Schenkt ihr eine Freundin das goldene Buch vom Hammer.
Und sie kommt drauf, dass sie ja schon am besten Weg der Genesung ist und ja, jeder wollte sie nur therapieren. Klärt die Sache mit ihrem ersten Onkologen ab, die spielt in Aachen. Stellt ihn zur Rede, sagt zu ihm, Sie haben mir ja gar nicht alles erzählt. Da gibt es ja noch den Dr. Hammer und die neue Medizin. Und hält ihm das goldene Buch unter die Nase. Dann macht der Onkologe die Schreibtischlade auf, nimmt sein goldenes Buch raus und erklärt, die neue Medizin ist eine Medizin für intelligente Patienten. Das war 1991. Das ist 25 Jahre her. Die Onkologen wissen Bescheid. Und uns belügen sie. Und das ist vorsätzlich. Also, das ist gerade reziprok, Schulmedizin, germanische Heilkunde. Aber Achtung, wie gesagt, die Angst, das, was uns ja umbringt, was ist das? Das ist die Panik. Ich habe Krebs, ich muss sterben. Und die Chemotherapie. Also das haut den stärksten Stier um. Giftgas. Ja, Mann. Und das hat direkt ins Herz gespritzt. Also das ist Zellgifte. Also um eine Seelennot zu lösen, vergiftet man die Kinder. Also Wahnsinn. Und der Patient muss das wirklich verstanden haben. Vom Glauben kann man leicht abfallen. Wir müssen die Organsymptome richtig interpretieren. Und dann wissen wir, dann haben wir keine Folgekonflikte oder wenig Folgekonflikte. Aber jetzt erklären Sie mal einem, der mal trinken ist, das Schwimmen. Ja, das ist ja zu spät. Und wir müssen uns auch selber auf die Schliche kommen. Ja, führen Sie so eine Art Symptomtagebuch. Fotografieren Sie die Symptome. Weil oft ein halbes Jahr später weiß man nicht mehr, war das vor dem Ereignis oder nach dem Ereignis oder für Enkelkinder oder für ihre Kinder. Ja. Weil suchen muss man immer dort, wo es begonnen hat. Gell. Und können Sie sich in 20 Jahren noch erinnern, war das im Frühjahr oder im Herbst, wie das begonnen hat. So, und die Medikation ist ja, sagen wir, auch nicht nur Domäne der Schulmedizin, sondern auch in der germanischen Heilkunde. Rät Hammer von Fall zu Fall, auch unter Umständen zu einer Dauermedikation. Und einmal vom Prinzip her, es gibt zwei Arten von Medikamenten, nämlich Sympathikoton und Vagoton wirkende. Also sämtliche Medikamente, die wirken übers Hirn aufs Organ. Sehr schön sieht man das zum Beispiel mit dem Cortison, das wirkt das Sympathikoton. Und wo kriegt man typischerweise Cortison? Das ist in der roten Gruppe, bei Neurodermitis, bei Asthma. Während die gelbe Gruppe, da kriegt man typischerweise Antibiotika. Oder in der orangen Gruppe, ja, Bindegewebe, Furunkel. Oder Mittelohrentzündung, gelbe Gruppe, ja, da kriegt man typischerweise Antibiotika. Außer Vitamine, Enzyme und glaube Hormone, die direkt aufs Organ wirken. Aber ansonsten wirken die Medikamente nur übers Hirn aufs Organ, über die zwei Zügel, Sympathikus, Vagus. Und wenn ich zum Beispiel seit 30 Jahren Diabetes habe, und ich seit 30 Jahren Insulin spritze. 30 Jahre Konfliktmasse. Man muss auch immer aufs Hirn aufpassen, beziehungsweise auf die Krisen aufpassen. Und wenn der diesen Konflikt löst, der kann aber ganz leicht an der Unterzuckerung sterben. Ja, wenn er den Konflikt löst, kommt er in die tiefe Unterzuckerung. Und das ist tödlich, ja. Vor allem wenn er dann noch Insulin gespritzt hat. Also in so einem Fall sagt Hammer, lass gut sein. Du hast 30 Jahre Insulin gespritzt, du spritzt den Rest des Lebens auch noch Insulin. Aber wenn du den Konflikt löst, dann kommst du in eine Heilungsphase, die du nicht überleben kannst.
Und in dem Fall braucht der Insulin. Und zwar sein Leben lang. Dauermedikation. Und da redet Hammer dazu. Es stimmt nicht, dass wir gegen Medikamente Operation sind oder so. Das ist nur, um uns als Vollidioten hinzustellen, gell? Oder zum Beispiel in einer hängenden Heilung kann das Ausgangsgewebe wegschmelzen, ja? Und die Schilddrüsenüberfunktion ist konfliktaktiv. Die Schilddrüsenunterfunktion ist davon die hängende Heilung. Ich war zu langsam am Brocken zu erwischen oder ihn loszuwerden. Also da ist der Brockenkonflikt, gelbe Gruppe, aber noch der Aspekt mit nicht schnell genug. Und der hat kein Schilddrüsengewebe mehr. Und da ist der angewiesen auf Ersatzhormone, weil sonst liegt er nur im Bett, gell, komplett antriebslos oder so. Da braucht er die Hormone auch sein Leben lang. Oder auch so zwischendurch einmal, um irgendein gefährliches Hirnödem, damit der Hirndruck nicht, dass er nicht am Hirndruck stirbt. Ja, dass der Hammer auch zu Cortison rät, ja, das wirkt Sympathikoton und das Ödem geht zurück. Der Hirndruck geht zurück. Und lieber da einmal Cortison für ein paar Tage oder Wochen, als zu sterben. Gell? Da muss man die abwägen, gell? Weil der Tod ist so, man ist so ewig lang tot und lebt nur ganz kurz und ist dann ewig wieder lang tot. Gell? Sollte man die Zeit nützen. Aber man kann sich auch so selber helfen. Kaffee zum Beispiel wirkt ja auch Sympathikoton und wenn ich in so einer Heilungsphase bin und einen Kaffee trinke, dann hebe ich mich aus der Vagotonie hoch und die Symptome werden erträglich. Dauert halt ein bisschen länger, dauert halt statt 7 Tage dann 8 Tage, aber um es erträglicher zu machen. Und dann, was auch ganz interessant ist, speziell in dieser PCL-Phase A. Ja, sie fallen in die tiefe Vagotonie, die Gefäße stellen um von eng auf noch weiter, sie kriegen kochend heiße Hände, im Hirn das Ödem wird größer, größer, Hirndruck wird mehr, auf der Organebene wird alles unter Wasserretention, Wassereinlagerung, unter Schwellung repariert, die Schwellungen werden mehr, die Schmerzen werden mehr und mehr, da geht es ihnen schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und des Nachts, sie würden gern schlafen, sie können nicht schlafen. Und wenn Sie da um Mitternacht eine Tasse Kaffee trinken, können Sie beruhigt einschlafen. Und zwar, Kaffee wirkt, wie gesagt, Sympathikoton und täuscht uns das Morgengrauen vor. Also, wir Menschen sind also ein Mittelding zwischen Beute und Raubtier. Also wir hätten in der Natur auch unsere natürlichen Feinde. Der Bär, der Wolf und so weiter. Und wenn wir uns da des Nachts in so einer Heilungsphase den Schlaf hingeben würden, würden wir den nachtaktiven Räuber viel zu spät bemerken. Und somit bleiben wir wach. Und wenn am Morgen dann die Vogel die Wache übernehmen, da können wir getrost schlafen, da werden wir rechtzeitig geweckt. Und wenn Sie eben so in einer tiefen Vagotonie sind und nicht schlafen können, machen Sie sich um Mitternacht eine Tasse Kaffee. Unser Hirn denkt, ah, es wird hell und daraufhin können Sie einschlafen. Einfach einmal ausprobieren. Und das mit den Vogeln, wie das beruhigend wirkt, ein schöner Fall, eine Frau schließt ihren Bungalow auf und sieht, im Vorraum liegen die Schuhe vom Mann kreuz und quer und das Licht ist an, denkt sie sich ja, wie verlässt mein Mann das Haus? Und plötzlich huschen da zwei Gestalten von einem Zimmer ins nächste. Hat die Einbrecher ertappt. Und mit dem Diebsgut raus und sie treffen sich hinterm Haus. Und die hat einen hysterischen und die Einbrecher lachen nur und laufen davon. Und dann musste sie 3 Nächte in dem aufgebrochenen Haus schlafen. Sie sagte, sie machte kein Auge zu. Aber kaum fingen die Vögel an zu zwitschern, konnte sie schlafen. Und das ist das Phänomen.
Und dann die vierte Nacht war sie dann im Haus der Eltern, im dritten Stockwerk, in ihrem alten Kinderzimmer, und dann hatte sie sehr brutale Bronchitis. Ja, die Revierangst, die Heilungsphase. So, dann die Therapie der Krise. Die Krise selber erleben Sie alle. Der kritische Punkt liegt nach der Krise. War die Konfliktmasse gering? War die Krise ausreichend stark? Dann schafft man den Weg zurück in die Gesundheit. Ja, hier an der Stelle sagten die früheren Ärzte, jetzt ist über den Berg. Die Krise war der Berg. War die Konfliktmasse zu groß oder die Krise zu schwach? Sterben tut man hier an dem zweiten tiefen Punkt. Und deshalb darf man eine Krise auch nie dämpfen. Wenn, muss man sie verstärken. Durch Sympathikoton wirkende, durch Kaffee zum Beispiel. Also das Ruder muss optimal Richtung Gesundheit gesteuert werden. Das ist ja die Aufgabe der Krise. Und das Schlimmste, was man einem Patienten antun kann, wenn der in der Krise ist, wenn man ihn Panik macht, wenn man ihn Angst macht. Und da darf man aber selber nicht in Panik geraten. Ja, das kriegt ja der Patient mit. Übrigens, in Irland haben die kein Geld mehr seit Jahrzehnten. Wenn da angerufen wird wegen einem Herzinfarktpatient, da kommt keiner mehr. Und die überleben häufiger ihren Herzinfarkt als bei uns so mit Notarzt, trarü, trara und Tür auf und Tür zu und wieder und baff und buff und der Patient, der hat nur Panik. Das ist so circa, als würde ich der Gebärenden Panik machen. Gerade verkehrt. Ich muss sie beruhigen. So muss man mit einem Patienten in der Krise verfahren. Aber wie gesagt, da darf man selber nicht in Panik geraten. Und auch ein schönes Beispiel hierfür. Eine 30-Jährige hat chronisch Myokardinfarkte, Rechtsherz und Linksherz. Und das ist eine Überforderung, Partner, Mutter, Kind, und das seit der Kindheit, also die Eltern. Und die geraten sich chronisch in die Haare, wegen dem Geld. Und die Tochter regelmäßig hat sie dann anschließend ihren Myokardinfarkt. Und sie lebt in Amerika und die Eltern kommen auf Besuch für ein paar Wochen. Es dauert keine paar Tage, die geraten sich wieder in die Haare und sie wieder voll auf der Schiene und die Eltern versöhnen sich wieder und sie kriegt den obligatorischen Myokardinfarkt. Um 23 Uhr auf der Toilette und sie krampft so, ja, die Arme, so Papa, Mama, versöhnt euch und hängt so auf der Toilette. Und das hat einmal eine Zeit gedauert, bis man sie überhaupt fand und hat sie gesäubert und ins Bett gelegt. Und dann hatte sie den folgenden Tag panische Angst vor der Toilette, dass das wieder passiert. Und ihr Mann durfte nicht das Haus verlassen. Und die ganze Familie kennt Hammer und jetzt ruft sie einmal Hammer an und Hammer sagt, Mädchen, was du da hast, ja, das sind quasi nur mehr die Nachwehen. Ja, so eine Krise kann ja durchaus mehrere Tage dauern, so mit Vor- und Haupt- und Nachspitzen. Und er sagt, das Beste ist, du legst dich jetzt mit deinem Mann nackt ins Bett und ihr nehmt die Löffelstellung ein, er soll dich vor hinten halten und so wirst du dich beruhigen. Und das machen sie und es fällt bei ihr sofort die Panik ab. Und dann kommt noch der 8-jährige Bub und sagt, ah, das finde ich lustig, ich spiele da mit. Hat sie auch ausgezogen und vor der Mama reinkuschelt. Und sie hat ihren Sohn gehalten und wurde selber vom Partner gehalten. Und so muss man verfahren, mit einem Patienten, der in der Krise ist. Und ich selber habe einmal das auch am eigenen Körper nachvollziehen können, was das heißt. Und zwar, da war ich auf Besuch bei einem Studienkreisleiter Ehepaar und er ist also eine väterliche Figur, so über 60 und so ein weißen Bart und schaut aus wie sehr sympathische Menschen. Und um 1 Uhr morgens, ja, wir saßen dann auch bei einem Bier oder ein Glas Wein oder so, nach einem Vortrag, komme ich in
eine motorische Krise, einen Schüttelfrost. Aber von jetzt auf dann, also ich bin gesprungen, so ein Schüttelfrost. Und er kommt zu mir her und nimmt mich so an den Handgelenken und sagt: Helmut, was ist denn los mit dir? Und paff, fällt die Krise ab. Ich spüre seine warmen Hände und paff, die Schüttelfrost hörte auf. Und das war so im Februar und ich bin dann raus ins Wohnmobil und das muss man erst einmal aufheizen und saukalt und ich bin im Bett eine Stunde geflogen, wirklich geflogen vor Schüttelfrost. Am liebsten hätte ich ihn mir mitgeholt zur Löffelstellung, aber das schaut auch blöd aus, gell. Du kannst nicht damit 62, gell. Also bin ich ja nicht. Aber der greift mich an und paff, das fällt runter. Und so muss man verfahren. So, jetzt läuft mir schon wieder die Zeit einmal davon und jetzt müssen wir aber da einen Riesensprung machen zum Studentenmädchen. Ja, wo ist das schnell? Ist Studentenmädchen. Da ist Studentenmädchen. So. So, da ist. Also, was ich jetzt übersprungen bin, ist, manches Mal brauchten wir auch eine notfallsmäßige Operation. Gell? Wenn, sagen wir, der Patient einen Ärgerkonflikt hat am Arbeitsplatz, um den Konflikt zu lösen, bräuchte er einen adäquaten Ersatzarbeitsplatz. Gell? Und jetzt vor allem in der Lage, Wirtschaftslage im Moment, suchen Sie einmal in der Kürze der Zeit, finden Sie einmal so einen in der Kürze der Zeit. Dem läuft einfach die Zeit davon. Und da sagt auch einmal, du gehst jetzt zur Operation, gell? Weil sonst bist du tot. Und also manches, wie gesagt, Notfallsmedizin. Was wir brauchen können von der Schulmedizin. Aber ansonsten, ja, so wie ich es erklärt habe, also den Konflikt, wenn möglich, lösen. Aber Achtung, manches Mal ist auch die Therapie, was muss ich tun, damit ich den Konflikt nicht löse? Ja, denken Sie dann den, der am Haus der Ex vorbeigehen muss, die nächsten 20 Jahren, damit er den Konflikt ja nicht löst. Also auch so kann die Therapie aussehen in der Germanischen. Auf der Schiene bleiben, damit ich den Konflikt ja nicht löse. So. Jetzt zum Studentenmädchen. Begonnen hat das Ganze mit Giovanna Conti. Sie ist Italienerin, sie ist HAMA-Patientin und sie hat Musik studiert und unterrichtet Musik und ist draufgekommen, dass die Werke der Komponisten auch oft so mit BAM einen Konflikt beginnen, eine Stressphase haben, eine Lösung, eine Entspannung und das hier. Die Komponisten offenbar ihre konfliktiven Erlebnisse verarbeiten in ihren Werken. Also musikgeschichtlich, das ist die Entdeckung in der Musikwissenschaft. Und jetzt müsste man halt genau die Autobiografie von dem Komponisten kennen und dann könnte man sagen, ah, in der Fuge, da verarbeitet er gerade die Schwiegermutter. Und zum Beispiel Beethoven war ja bekannt, der war ja taub. Und was ist die Taubheit? Das ist die hängende Heilung von einem Tinnitus, von einem Hörkonflikt. Ich glaube, ich höre nicht recht. Und von Beethoven war es ja auch bekannt, der hatte zwei uneheliche Kinder. Und Hammer vermutet, als da die Frau kam und sagte, hey Beethoven, ich bin schon wieder schwanger, wird der seinen zweiten Hörkonflikt erlitten haben? Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Da, 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 die Schicksalssymphonie. Oder von Chopin, der war ja bekannterweise schizophren und der hat mit seinen beiden Händen einen Vierviertel- und einen Dreivierteltakt gleichzeitig spielen können. Das geht halt, wenn man ein bisschen querdenkt. Und dann sind sie draufgekommen, Dr. Hammer hat 1976 zum 20. Hochzeitstag seiner Frau ein Liebeslied komponiert, eben mein Studentenmädchen. Und dass dieses Studentenmädchen,
den klassischen harmonischen Kompass widerspiegelt. Und da hat er vor der neuen Medizin noch nichts entdeckt gehabt. Ja, das war ja dann erst durch den Tod seines Sohnes 79 und 81 hat er da die Habilitationsschrift eingereicht. Hat ja 76 ein Lied komponiert, was glasklar den harmonischen Kompass widerspiegelt. Ich kann es jetzt leider nicht vorspielen, aber dann könnte ich Ihnen sagen, ja, da ist jetzt die Lösung und die Grafik. Vielleicht haben sie die DVD und da haben sie diese Präsentation drauf. Und da ist auch der Konflikt, der zugehörige Konflikt klar. Und zwar eben als Studenten. Beide bitterarm, die Familien haben sie im Stich gelassen und die mussten sich oft einen Teller Suppe teilen und sie wurde schwanger. Das war seine Revierangst. Und normalerweise hätte es geheißen, Studium abbrechen, Pharma-Referent werden, aber er hat es durchzogen und der hat in einer Rekordzeit hatte der studiert. Er war auch der jüngste Arzt Deutschlands und als er den ersten Studienabschnitt hatte, bekam er brutale Bronchitis und die Heilungsphase. Und da ist alles aus einer Hand. Ja, da ist der Konflikt. Er hat die Melodie geschrieben. Er hat, den Text geschrieben, die Melodie komponiert und jetzt singt er es auch. Und das hat einen Grund, er findet keinen Chor. Alle hören es Hammer? Nö. Ja, es ist unmöglich. Ja. Und jetzt singt das halt selber. Und ich finde das mutig und ich finde das originell. Und sagen wir, das Besondere, Hammer spricht ja dem Studentenmädchen eine Zauberwirkung zu. Ich meine, ich bin da etwas zurückhaltend als Techniker, aber muss natürlich summa summarum sagen, der Hammer hat ja schon mehrere Ungeheuerlichkeiten von sich gegeben. Zum Beispiel, dass der Schock die Ursache ist. Ist doch eine Ungeheuerlichkeit. Oder dass eine Heilungsphase vor Krebs gibt. Oder dass es keine Ansteckung gibt. Oder dass das Ganze einen biologischen Sinn macht. Ich meine, das ist ja alles ungeheuerlich, was er da von sich gibt. Und jetzt würde ich einmal sagen, geben wir ihm den Vorschuss an Lorbeeren, beobachten wir es einmal, was das Studentenmädchen bewirken kann. Und sagen wir, bei uns läuft es seit Jahren im Wohnzimmer durch und normalerweise habe ich auch hier immer mein Handy liegen und ich höre es oft schon gar nicht mehr, auch wenn es läuft, das ist so im Hintergrund. Oder wenn ich das Auto anschalte, läuft das Studentenmädchen. Und wenn es nicht läuft, dann irgendwas vermisse ich. Und sagen wir, das, was eben diese Zauberwirkung sein wird, ist, dass es eben ein komplettes Sonderprogramm darstellt. Quasi mit Happy End, mit Lösung, mit Krise. Gehört alles dazu. Während, sagen wir, beim Chopin mit seiner Schizophrenie, das ist ja doppelt konfliktiv. Da gibt es keine Lösung in seiner Musik. Ich möchte nicht die Musik in Abrede stellen. Ne? Das ist sogar wunderbar. Ich liebe eigentlich Klassik. Und ich bin Klassik groß geworden. Ne? Mein Vater hat nur Klassik gehört. Und also ich summe die Melodien. Gell? Und so Pop und so. Ja, und eben am ehesten findet man diesen harmonischen Kompass noch in den Volksliedern. In der so Pop nicht mehr so und überhaupt nicht mehr im Jazz, ja, das ist ja nur mehr schräg. Und Hammer hat die Studentenmädchen zum zweiten Standbein so wichtig wie die komplette Entdeckung. Und muss ich sagen, wieder sehr, sehr mutig von ihm. Und er sagt, es wirkt auch dann, wenn du nichts verstanden hast. Es wirkt ja auch bei Kleinkindern, bei Tieren. Und es verhindert Panik. Also die meisten
Perspektive haben wir durch Träume. Ja, unser Hirn im Traum versuchen wir eine Konfliktlösung zu finden. Und wir träumen immer wieder den nicht gelösten Konflikt. Immer wiederkehrender Traum zeigt zurück zu einem nicht gelösten Konflikt. Und der Traum kommt auch oft ein bisschen verklausuliert, ja, aber das Gefühl, was man dabei hat, ja, zeigt genau hin zum Konflikt. Und im Traum bist du live dabei, das ist wie echt. Und als Schiene erreicht das auch immer wiederkehrender Traum, um ein Programm ein Leben lang chronisch zu halten. Dazu reicht der Traum allemal. Und diese hängenden Heilungen, also das sind ja die Patienten, die füllen ja die Arztpraxen. Die über Jahrzehnte laufen die immer um die Uhrzeit zum Arzt. Da wird auch ein bisschen gequagelt. Ja, und sie haben ein bisschen Ansprache. Und das Studentenmädchen kann diese Panikträume verhindern, wenn man das nachts hört. Und ganz leise und nicht der Chor, der hat so Spitzen drin. Am besten wirklich Hammer der brummelt das so und das Odin persönlich singt er. Und das kann man so besser regulieren, während der Chor da reißt dann immer aus dem Schlaf. Und Achtung, es kann durchaus einmal zu einer Verschlimmerung kommen, weil jetzt der letzte Rest der Heilungsphase noch der Konfliktmasse noch abgebaut werden muss. Und da sind dann auch viele erschrocken und sagen, das wird ja schlimmer statt besser und drehen das wieder ab. Muss man nur wissen, gell? Irgendwann ist dann gut. Und Achtung, was die Studentenmädchen nicht kann, ist Rezidive durch visuelle Schienen zu verhindern. Das kann es nicht. Aber ich komme dann, wenn ich wieder runterkomme, gleich wieder mal in die Gesundheit. Und ein Beispiel für, also nehmen wir an, ich habe einen Konflikt mit der Schwiegermutter und ich träume regelmäßig des Nachts die Schwiegermutter. Das kann die Studentenmädchen verhindern. Wenn aber die Schwiegermutter auf Besuch kommt, wenn ich sie vor mir habe, habe ich ein Rezidiv. Oder wenn ich ihr Foto habe, ja, wir können in unserem Kopf eigentlich gar nicht unterscheiden zwischen Foto und echter Person. Ja, wir sagen ja, da am Foto, da ist die Schwiegermutter, die kennst du ja, oder? Du wirst ja die Schwiegermutter kennen, oder? Also wir reden von der Schwiegermutter, ist aber nur ein Foto. Und also ein Foto reicht aus, um Rezidiv zu bekommen. Und also oft muss man das Foto von der geliebten Oma in der Küche weglegen, ja, um gesund zu werden. Und eine visuelle Schiene, ein Rezidiv durch eine visuelle Schiene kann die Studentenmädchen nicht verhindern. Aber dadurch haben wir jetzt ein Werkzeug, und zwar so visuell, überhaupt so Schienen, das ist ja was so was Subtiles, ja, das gab es ja gar nicht, was als eine Schiene sein kann, ja. Und oft in Kombination mit reagierst, also fürchterlich, das ist rauszufinden, wenn du den Konflikt nicht weißt, die Schienen rauszufinden, das, und vor allem oft merkst du es erst, wenn du runterkommst von der Schiene. Ja, und dann hast du die Symptome. Die aktive Phase merkst du nicht, bist voll auf der Schiene und merkst es nicht. Und wenn du dann in der Heilung bist, ja, dann hast du keinen Bezug mehr zur Schiene. Und so Schienen zu finden, das ist mühsam. Aber wenn man jetzt rund um die Uhr die Studentenmädchen hört und dennoch chronisch krank ist, weiß man, es muss eine visuelle Schiene sein. Und dann kann man das eingrenzen. Also ein Beispiel mit so einer visuellen Schiene. Im letzten Studentenmädchen bringt Hammer den Hinweis auf visuelle Schienen. Und der Studienkreisleiter, der ist so bisschen jünger als ich, hat seit Jahren Vitiligo, Weißfleckenkrankheit. Und als er hört visuelle Schiene, paff, da ist ihm wie Schuppen vor den Augen gefallen. Und zwar der Konflikt war, er liegt mit seiner Traumfrau im Bett. Das Problem, sie ist verheiratet. Und sie sagt, du bist mein Traummann, aber ich gehe zurück zu meinem Ehemann.
Und das war die brutale Trennung. Und der hat überall, wo er von ihr liebkost wurde, Vitiligo bekommen. Wirklich überall. Und visuelle Schienen hat er von dieser Frau en masse, am Bildschirm, am Handy hat er ihr Foto. Auf ihrer Facebook-Seite ist er immer wieder mit ihrem Foto. Und das stellt er ab. Und die Vitiligo heilt ab. Ein Foto kann die Schiene sein. Und das kann ich Studentenmädchen halt nicht verhindern, gell? Und wenn ich jetzt rund um die Uhr die Studentenmädchen höre und ich bin dennoch chronisch krank, weiß ich, es muss eine visuelle Schiene sein. Dann die gelbe und die orange Gruppe kann die Studentenmädchen stoppen. Also Leberkrebs, Brustkrebs, Knochenkrebs. Das wissen wir aber auch von der Schwangerschaft her. Ja, die letzten 6 Monate stoppen den Krebs. Mit der Geburt setzt er dann wieder fort. Und die Großhirnprogramme kann ich Studentenmädchen runtertransformieren. Also zum Beispiel kann ich im Studenten im Buch ist ein schöner Fall, ein Fall mit Sklerodermie, also die harte Haut, die Fischhaut, also die hat wirklich, die kann die Schuppen wegbrechen am ganzen Körper, wurde vergewaltigt vom Vater unter Anleitung der Mutter und das war der Trennungskonflikt und die hört so 2, 3 Monate das Studentenmädchen und kann das runtertransformieren auf eine normale Neurodermitis. Und Lebensqualität, Wahnsinn. Ja. Und auch Diabetes kann man es runtertransformieren. Ich brauche weniger Insulin oder die EMS, die kann die Lähmung wird leichter. Und sagen wir, beim Knochen, die Knochenhaut, die Schmerzen werden weniger und ich komme leichter vom Morphium weg. Und vor allem im Revierbereich. Hammerschert rechts und links im Revierbereich und wir sind manisch-depressiv. Und je nachdem, wie auf die Schiene kommen heißt, ich betone ja den Konflikt, die Intensität. Da bin ich auffällig. Ja, unauffällig sind wir, wenn die Waage waagerecht steht, aber wenn die ausschlägt, sind wir manisch oder depressiv oder eben manisch-depressiv über die Schiene. Und wenn ich da Studentenmädchen höre, beruhigt sich die Waage und die wird normal. Und leichte Konflikte können natürlich leichter lösen als heftige Konflikte. Und im Buch, da sind Fälle drin mit Kindern, also da kommt einem das Heulen. Und die Kinder, die fahren ab auf das Studentenmädchen, auf das Lied. Und der Erwachsene hat da mehr so ein Problem damit, wenn Hammer das singt, die Kinder, die stehen auf dem Opa. Aber Achtung, was ganz was Eigenes beim Studentenmädchen, was Hamer bisher noch nicht so beobachtet hat, aber was beim Studentenmädchen wirklich krass in den Vordergrund tritt, sind diese Doppelkrisen. Also speziell im Revierbereich hat es bisher geheißen, lösen kann ich immer nur den letzten zuerst, oder der erste bleibt einzementiert, solange der zweite drauf liegt. Aber jetzt löst man mit dem Studentenmädchen die komplette Konstellation, dann kommen beide in die Heilung und beide gleichzeitig in die Krise. Und dann, eine Krise ist von der Qualität her auch wie ein Hamersche Herd aktiv. Und dann habe ich für die Zeit der Krise ebenfalls Konstellation und bin schizophren und die rastet aus, ich laufe dann neben der Spur. Und wenn das dem Kind passiert, ja, das flippt aus, gell, und die schreit und das muss man nur wissen, gell? Muss man halt die Fenster schließen, dass die nicht von der Straße glauben, man bringt sein Kind um. Ja, und dann ist gut. Ja, dann können sie zuschauen, wie das Kind in Riesenschritten Entwicklungs Reife nachholt. Ja. Und auch was ganz Besonderes, reduziert nicht nur die Intensität, sondern auch die Konfliktmasse. Also bisher zum Beispiel hat es beim Herzinfarkt geheißen, 9 Monate maximal, dass ich überleben kann.
Jetzt hat Hamann einen Fall, der hat 15 Monate mit Studentenmädchen hören, überlebt. Also es kann quasi nichts passieren mit Studentenmädchen. Einfach hören, lassen sie sich darauf ein, kündigen sie bei der GEZ, ja, zumindest für 3 Monate können sie sagen, ja, ich höre jetzt die Studentenmädchen vom Hammer, die sind sicher umsichtig und lassen ihnen die Gebühren. Er schmeißen sie einfach den Krempel raus. Da kommt eh nur Müll raus. Ja, das betreute Denken. Und lassen sie sich einmal drauf ein, spielen sie einmal das durch, ein paar Monate und schauen sie, was so bei ihnen passiert. Passieren, also im negativen Sinn, dass irgendwas schief geht, sagt Hammer, mit Studentenmädchen nicht. Wie gesagt, vertrauen wir ihm, bisher hat er recht gehabt. Ja. So, und diese 440 und 432 Hertz, also Stalin und Churchill waren sich einig, vor dem Zweiten Weltkrieg den Kammerton A von 432 auf 440 anzuheben. Ja, und da haben Tausende protestiert, aber das war denen wurscht. Und wir hören alles viel zu hochfrequent. Jede Musik und jedes, alles, was irgendwie über ein Gerät abgespielt wird. Und da muss man die Instrumente umstimmen, gell? Oder neu bauen. Und 432 Hertz, das entspricht eher so unserer menschlichen Stimme. Und jetzt auf der, und berührt uns mehr, oder, ja. Und auf der CD, was dem Buch beiliegt, da haben sie jetzt den Chor auf 440, den Hammer auf 440 und den Hammer auf 432. Und, also, ich habe normalerweise das am Handy spielen, das Handy habe ich immer mit. Und, sagen wir, im Büro, da spielen wir oft mehrere, alle 3 Versionen. Ja, der Chor ist ein bisschen mehr funky, ein bisschen mehr rocky, ja, der fährt mehr ab. Aber wie gesagt, des Nachts ist der Chor nicht so geeignet. Und es muss gesungen sein, nur instrumental wirkt es nicht. Und es muss auf Deutsch gesungen sein. Also auf Französisch oder Englisch wirkt es auch nicht. Und Hammer hat es ja, wie gesagt, zum zweiten Standbein erklärt in der Therapie, das Studentenmädchen. Und weil ich ja überzeugt bin, dass die germanische Heilkunde die Medizin der Zukunft ist, ist die künftige Sprache der Medizin Deutsch. Ganz einfach. Und ist meine Muttersprache und ich bin stolz auf das und überhaupt, dass ich das machen darf von Hammer aus. Und das trainiert man uns ja auch ab. Gell? Also der Nationalstolz, ja, die Franzosen dürfen Nationalstolz haben, der Armee, ja, aber nicht wir, ja, weil wir so böse sind. Gell? Da. Nie vergessen, gell, die ewige Schuld, ewig. Ja. So, aber weder Michel wird einmal munter. So, meine Damen und Herren, ich bin mit dem Stoff durch, die Zeit ist rum. Ich schaue jetzt in den Chat rein, was sich da so abspielt. Ist ja eher ruhig heute. Als Mann bin ich nicht multitaskingfähig, ich auch nicht. Eine Sache bringe ich gut auf die Reihe. Wenn das Studentenmädchen dauernd läuft, kann ich mich praktisch auf nichts anderes mehr konzentrieren, auch nicht schlafen. Achso, na, in dem Fall, das ist da etwas zu laut hören. Sie müssen das ganz leise hören. Es reicht, wenn es das Trommelfell berührt. Ja. Ganz, ganz leise. Auch tagsüber. Sie müssen es nur hören. Wenn es bewusst hören, dass sie es hören. Aber es muss nicht so hämmern. Ja. Ja, also die Spitzen beim Chor sind heftig. Aber der Hammer, der hat keine Spitzen. Der kommt so hoch, kommt dann nicht mehr rauf. Ja, der brummelt ja eher. Sagen wir,
Wie gesagt, also ich höre es gar nicht mehr. Wenn's läuft, ja, wie gesagt, im Wohnzimmer läuft es rund um die Uhr seit Jahren. Also ich höre das gar nicht mehr. Und natürlich auch, wenn Besuch kommt, gell? Wir sind ja so seltene Exemplare, die kein Radio haben, die keinen Fernseher haben und das schon seit, mein ältester Sohn ist seit 30 Jahren, ja. Und da spielt es immer das Studentenmädchen, gell? Die müssen sich auch einmal erst dran gewöhnen. Aber ich kriege das schon gar nicht mehr mit, gell? Für mich ist das selbstverständlich. Gut, meine Damen und Herren, wenn so von Ihnen her weiters keine Fragen kommen, dann bedanke ich mich für Ihre Teilnahme, für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie können wieder was mitnehmen und würde mich freuen, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Gute Nacht.